herzlich willkommen zu einem weiteren paar Pokémon Infinite Fusion. Ich habe wieder ein paar wundervolle Mannequins für euch dabei. Wir haben unsere Garchomp Klingklang-Fusion mit Gigrind, Dig, Discharge und Shift Gear am Start. Die Lopunny Ampharos-Fusion mit Discharge, Dizzy Punch, Dragon Pulse und High Jump Kick. Die wundervoll süße, die, was ich gleich beim letzten Mal realisiert habe, Mega Wag heißt. Mit Paddle Blizzard, Boomerang, Bone Rush und Paddle Dance. Ich finde ihn so süß. Guckt euch an, wie das Teil lächelt. Das ist so knuffig. Dann die Machamp Egg Slash Fusion, die wir gar nicht beim letzten Mal mitgenommen hatten, nicht, aber unbedingt mal mitnehmen will. Mit Sacred Sword, Iron Head, King Shield und SD. Der hat halt Stance Change. Und ich würde mal gern wissen, ob das wirklich so weiterhin funktioniert. Deshalb finden wir das wohl heute mal heraus. Dann haben wir die Golurk Scissor Fusion mit dabei. Der coolerweise ja Technician hat. Das heißt Bullet Punch als auch Shadow Punch. Also das ist der beste Shadow Punch, den ihr wahrscheinlich jemals sehen werdet. Plus haben wir noch Metamens, müsste er gehießen haben. Mit ja auch wieder sehr viel Stil. Meteor Mash, Bullet Punch, Crunch, sein Headbutt. Ich glaube, ich bringe dem gleich noch Fliegen bei. Wir haben heute sehr viele Steel Types dabei. Wir haben 4 Stück dabei, aber. Sind wir einfach mal ehrlich, wir sind uns alle einig, ne? Die sehen alle bombastisch aus und man kann sie ja nicht mitnehmen. So, und heute gucken wir uns diesen Ice Mountain an, den es so ja im regulären Spiel gar nicht gibt. Yo, was ist denn das? Ah, weil man hier so, ah, und da kommt man dann mit den Golbat Boots drüber. Das heißt, das musste man sogar machen, sonst wäre man hier nicht weitergekommen. Oh, ich weiß schon gar nicht mehr, wo wir die Golbat Boots genau herbekommen haben. Aber das ist ja, das ist sehr, sehr cool gemacht, wie ich finde. Da freue ich mich jetzt schon richtig. Ja, und ansonsten werden wir heute vermutlich, ich weiß nicht, was in letzter Zeit los ist, dass die ganze Zeit irgendwie irgendwelche Legifusionen kommen, aber wir sind anscheinend an dem Punkt angekommen, an dem 3 Millionen Legifusionen kommen. Kyurem und Flygon. Okay. Auf jeden Fall werden wir heute vermutlich also diesen Eisberg hier erklimmen. Und finde ich sehr, sehr cool, dass hier einfach. Es ist ja im Endeffekt ein komplett neues Gebiet. Q-Dash. Ich sehe schon, das wird jetzt echt so ein. Aua. Ja, stimmt, ich habe eine Feuerschwäche. Ich möchte kurz anmerken, dass das Teil unfassbar cool aussieht, meiner Meinung nach. Ja, wir haben eventuell auch allgemein ein bisschen Probleme gegen Feuer-Pokémon. Ich weiß nicht, der eine oder andere hat es eventuell bemerkt, dass wir jetzt da nicht ganz so gut aufgestellt sind. Ich hoffe jetzt einfach mal, dass die Arena, die wir heute bekämpfen werden, noch irgendwas ist, wo wir mit Stahl vielleicht gar nicht so kacke unterwegs sind. Vielleicht ist es auch einfach nur weiter der Eisorden. Das wäre an der Stelle eigentlich eine coole Sache. Wo komme ich denn jetzt hin? Da ist noch eine Eishöhle. Okay. Wo führt die mich denn hin? Da gibt es auf jeden Fall mehrere. Oh mein Gott. Oh, da ist ein Marmutel. Ich liebe es, ne, wenn solche Pokémon einfach auf der Overworld rumlaufen, weil das macht die Overworld einfach so viel lebendiger. Es ist der Wahnsinn. Aber ich weiß noch nicht genau, wo mich das hinführt. Was ist das denn hier? You feel a mysterious presence watching over you. Ja, und jetzt? Okay, das heißt, hier oben, wir merken uns mal, gibt es bestimmt einen Legi. Ah, ist das maybe der Ort? Weil man kriegt ja Jirachi, wenn man besonders nett ist. Oder weiß ich nicht, wer erscheint, wenn man immer böse Sachen macht. Zum Beispiel so Sandburgen treten, wie ich es halt mache, ne, weil es mir Spaß macht. Ist das maybe der Ort, wo das dann, also wo das Jirachi spawnen würde, / Pokémon XY, dessen Existenz ich nicht weiß, wer es ist? Das wäre momentan nämlich mein Guess, und das fände ich sehr cool, weil ich meine, wir sehen ja auch so ein bisschen den Sternenhimmel da gerade im Hintergrund. Kyuki. Ach du heilige Scheiße. Mann, das ist nicht sehr effektiv. Da muss der ja Drache Fee sein. Das andere ergibt ja gar keinen Sinn. Ah, es freut mich aber, dass wir so viele geile Mons auch da haben, muss ich sagen. Ich finde, wir haben so viele geile Pappenheimer. Ich lieb's einfach. Ich lieb's einfach, muss ich sagen. Nur wie gesagt, ich hoffe jetzt nicht, dass eine Feuerarena oder so kommt. Das wäre ein bisschen unvorteilhaft. Ja, und der Berg hier scheint auf jeden Fall aus mir unbekannten Gründen voller Legis zu sein. Also das scheint jetzt so der neue Maß der Dinge zu sein, dass wir jetzt einfach 3 Millionen Legis auf einmal haben. Ich weiß nicht genau, warum dem jetzt so ist, aber dem ist jetzt wohl so, ne?
Akzeptieren wir Kyurem, dann mal eine schöne Runde Deoxys. Jetzt nochmal eine schöne Runde Rayquaza, das gute alte Shroomquaza. Man kennt's, ne? Die random Snowboardfahrer, so heißen die, und Skifahrer. Oh, der ist jetzt schon wieder. So, wir können mal gucken, weil gerade. Nee, ich habe nicht das Gefühl, dass Stance Change irgendwas verändert bei dem, um ehrlich zu sein. Das war nicht. Okay. Ich schau jetzt nochmal, weil jetzt habe ich nochmal King's Shield gedrückt. Eigentlich müsste ich jetzt wieder meine Form ändern. Also entweder sieht man das im Bericht nicht oder ich weiß nicht, warum das nicht angezeigt wird, aber es wird mir halt auf jeden Fall nicht angezeigt, ne? Kann man nicht erklären, warum, ist einfach so. Das ist schon wieder so ein Mon, das wäre auch okay, wenn man das ungesehen macht. Ich weiß auch nicht, warum der Trainer jetzt auf einmal Level 49 ist, aber es ist jetzt erstmal nicht ganz... Er ist jetzt erstmal nicht ganz so schlimm. Was war denn das für ein Stück Scheiße, hä? Aber natürlich noch mal eine Raikou-Fusion. Ja, wie gesagt, ne, Legis sind nun am... Legis sind anscheinend heute wieder im Sonderschlussverkauf gewesen. Dementsprechend hat die auch jetzt wieder jeder. Aber war ein sehr schöner Berg, muss ich sagen, weil ich glaube, jetzt ist er zu Ende. Und hat sehr viel Spaß gemacht. Es scheint so... Ja, hier sind nämlich diese Steine auch. Dass es dafür die Eishöhle nicht mehr gibt. Aber der Berg war ja 10.000 mal hübscher und cooler. Was zum... Was bin ich hier sehend? Ferra Mega. Und da ist das süße Megaterra. Der ist immer noch... Der ist schon knuffig. Tyrakrok und Grodl. Ich glaube, das ist diese... Ah, das soll, glaube ich, das, was in der Nähe von bei so Flüssen und Seen, was da immer wächst. Ich weiß, ich glaube, das hat irgendeinen Namen. Ich habe aber gerade keine Ahnung, welchen. Aber die sieht eigentlich ganz cool aus, muss ich sagen, die Fusion. Doch, taugt mir, weil das so ein bisschen mehr in die Swamp-Richtung geht. Also in der Nähe von halt eben so einem See. Ich habe keine Ahnung, wie das Ding heißt. Ich weiß nur immer... Oh, das arme Bayleaf. Das ist eine Referenz an den Anime. Das ist schon ein bisschen sad. Auf jeden Fall, damals, als wir in Ungarn immer am Balaton waren, da weiß ich, wenn du da ins Wasser gehen wolltest, da... Am Rande, am Steg entlang waren immer diese Pflanzen verteilt. So, und damit sind wir eigentlich echt sehr, sehr schnell hierher gekommen, muss ich sagen. Warte mal, wie viele Orden fehlen uns noch? 4, ne? Sind schon noch ein bisschen was. Die Frage ist halt auch... Also, was mich noch ein klein wenig irritiert ist... Wir sind ja jetzt... Also, eigentlich, Kampf ist ja keine Ahnung wo hier. Weil... Eigentlich sind wir jetzt schon hier in Mahagonia City. Da holen wir uns jetzt noch einen Orden und in Teak City. Dann fehlt ja dieser Kampforden. Ich überlege gerade, welcher Orden mir noch fehlt. Fehlen ja noch 2. Aber ich habe jetzt erst Normal, Käfer, Flug, Drache. Dann kommt jetzt Eis, dann kommt Geist. Ah ja, Stahl fehlt uns noch. Stahl und Kampf. Das sind so die Reihenfolge technisch, die Sachen, die normalerweise fehlen würden. So, da ist die alte Oma... Will die irgendwas? Kann man hier was machen? Die kann man einkaufen, okay. Dachte mir schon, dass das wahrscheinlich einfach das Ding sein wird. Und hier ist anscheinend nichts suspicious. Das können wir akzeptieren. Und da geht's auf Route 42 einfach weiter, okay. Dann würde ich... Ja, ein Dactyl, okay. Dann würde ich jetzt einfach erstmal Richtung dem See gehen. Und dann, also ich kann mir sogar vorstellen, dass wir noch gar nicht in die Arena können. Vermutlich ist die zu und wir sollen eh wirklich zum See des Zorns erstmal. Dann gehen wir zum See des Zorns. Jumpluff und Mamoswine. Das ist ja auch eine wilde Kombi, hä? Das war ja auch ganz wild. Der schaut auch gar nicht so kacke aus. Muss ich gestehen. Okay, never mind, wir könnten doch einfach... das sah wild aus. Das sah wie so ein Puck, so ein... Boah, ich weiß gerade gar nicht, wie der Sport heißt. Oh, Hockey, Eishockey. Wie so ein Eishockeyfeld aus. Oh, nee. Oh, nee. Lass doch nicht mal. Ich mag Mauze eh nicht und dann so viele von denen und nur die hässlichen Gesichter. Nein, danke. Faraductyl, okay. Brauche ich nicht sehen. Dann gehen wir nämlich erstmal hier nach oben. Ah, hier dürfen wir natürlich wieder nicht durch, weil da gerade Granbull gegen Girafari kämpft. Battle of the Millennium, ne, wie wir wissen. Battle of the Millennium.
Aber dann gehen wir erstmal Richtung See des Zorns. Maybe kriegen wir da trotzdem. Oh, ja, das ergibt sehr viel Sinn, dass das mit Evoli so fusioniert ist. Also, so dann aussieht, ne? Venusaur sieht ganz okay aus, meiner Meinung nach. Alter, habe ich jetzt gerade wirklich. Ich habe mich extra gesetupt, ne? Und dann kommt sowas Deprimierendes. Wow. Dann stehen wir hier mal. Ja, der Drill Run ist ein bisschen nervig, aber akzeptieren wir an der Stelle. Batsch weg mit dem. So sieht's nämlich aus. Was ist das? Also Kokuna mit? Ist das mit Skelabra? Könnte gut sein. Ich weiß nicht, warum das so fancy aussieht. Und Charchomp sieht ein bisschen aus wie Knackrack anfangs. Das Beta-Design so ein bisschen aussehen sollte. Blastodon ist wiederum sehr cool, wie ich finde. Und hat Sturdy. Geh mir nicht auf die Nerven. Nur weil du cool bist, darfst du nicht einfach überleben. Das sind zwei verschiedene Paar Schuhe, mein Freund. Aber dann kommen wir hier sehr gut voran. Also ich denke mal, ich weiß auch nicht, warum ich jetzt Discharge gedrückt habe. Ich denke mal, wir können grob sagen, ein Orden, ein Part. Dondos, ach du Scheiße. Was mache ich denn gegen den? Ah, vielleicht, wenn der schon Wasserboden ist, vielleicht die Vierfachschwäche benutzen. Das wäre vielleicht eine Idee. Petal Blizzard sieht richtig gut animiert aus, muss ich sagen. Und da ist wieder unser Quaggon. Und damit sind wir schon beim Lake of Rage. Ja, da ist ein komischer weißer Stein, aber warum zum Teufel ist da Akromas? Und anscheinend, um diesen Eisstein zu aktivieren, braucht man irgendeinen Schlüssel. Und dann passiert da irgendwie was. Ich weiß zwar noch nicht was, aber offenkundig, also es wurde zumindest gesagt. Und da könnten wir sogar uns heilen, also wir könnten einen Nap machen. Das können wir ja danach gleich machen. Oh, ich dachte, wir kämpfen jetzt. Deshalb habe ich mich kurz am Kopf gekratzt. Es tut mir leid. Der will auch nicht kämpfen. Und hier ist der Electrizer. Wait, what? Okay, wahrscheinlich kann man damit einfach nur Electek früher entwickeln und muss nicht so lange warten. Wäre jetzt so mein Guess. Ah, hier geht's gar nicht. Ah, doch, da. Na, guck mal an. Da ist doch mein rotes Gyarados. Ich bin schon wieder auf so ein Bullshit reingefallen. Als ob ich schon... Oh mein Gott. Das letzte Mal war es Mewtwo, jetzt ist es das rote Gyarados. Ich falle aber auch auf jeden dummen, simplen Scheißtrick rein. Weil ich dachte mir schon, maybe gibt es auch gar keine... Weiß Glasses. Gar keine shiny Pokémon in dem Spiel. Ich habe halt bisher noch keins gefunden. Und ich habe ja eigentlich echt oft nach Pokémon gesucht. Weil das mit den Fusionen dann nicht so gut hinhaut. Das könnte ich mir sogar vorstellen, muss ich sagen. Was machen wir denn hier? Hier steht erstmal wieder Eis-Pokémon, aber das schauen wir mal. Wir müssen irgendwas mit dem Puck, glaube ich, machen. Kann ich jetzt darüber schießen? Ich muss mit Hilfe des Pucks mich hier umherschieben. Ach du Scheiße. Ja, habe ich nicht jetzt schon verkackt? Weil ich den Puck nirgends mehr hinschießen kann? Ich glaube schon. Ich weiß zwar nicht, wie die Trainer mich sehen, aber es ist okay für mich. Und da ist Bente. What the fuck? Okay, das ist definitiv... Oh, bitte nicht Feuer. Es könnte Geist sein, dass es eine Geist-Arena wäre. Da wäre noch okay. Aber bitte nicht Feuer. Okay, dann ist das wirklich eine Geist-Arena. Das wäre... Okay, wobei das... Ja, nee, ich bin dumm. Ich wollte gerade sagen, aber Discharge war neutral, aber na klar ist Discharge neutral. Das sollte auch neutral sein. Ich dummer Dummbatz. Ja, manchmal weiß ich nicht, ist mein Kopf irgendwie so halb weg. Einfach weg. Und ich weiß nicht, oh, der ist cool. Ja, ich weiß auch nicht, Gengar habe ich auch bisher noch nicht gefunden. Und ich weiß nicht, warum ich freaking Gengar noch nicht gefunden habe. Boah, Freunde, und dieses Eisrätsel, das kann was werden. Jetzt von der Seite. Aber wenn ich den Ball wieder da hinkicke, das bringt mir ja gar nicht. Oh mein Gott. Ja, ich bin sehr froh. Das ist einer der Momente, in denen ich sehr dankbar bin, dass ich solche Projekte einfach schneide. Habe ich den gerade rausgepackt? War da davor einer mehr? Habt ihr gesehen, wie ich den bewegt habe? Auf jeden Fall, das ist einer der Momente, in denen ich dankbar bin, dass ich das schneide, weil ihr jetzt nicht die ganze Zeit seht, wie ich versage. Ja, aber damit komme ich ja auch nicht mehr weiter.
Weil ich kick den auf eine Seite und dann passiert... Ich bin jetzt schon überfragt. Oh, Mimikyu plus Gengar ist ja mega geil. Ja, ich möchte aber kurz anmerken, ich weiß nicht, in welchem Zeitpunkt die Gegner mich ansprechen. Es ist teilweise ganz, ganz weird, muss ich sagen. Ich weiß es wirklich nicht. Er ist ja so weird. Togeluk. Na gut. Das war auch ein mehr weirder Geselle. Ja, aber wie komme ich denn? Oh mein Gott, ich hasse Eisrätsel. Beziehungsweise ich hasse dieses Rätsel schon wieder. Fordert mich, ich bin doch dumm. Okay, jetzt haben wir ganz neue Sphären erreicht. Also man muss irgendwie auf jeden Fall gegen diese Leute kicken. Und irgendwie muss ich einen Punkt machen. Das bedeutet, ich glaube, ich muss den Puck hier zu dem Typen bekommen. Ich check gar nichts, ne? Ich bin einfach... Ach du Scheiße. Ich bin einfach nur noch raus, Freunde. Ich bin einfach nur noch raus. Das wird eine Vollkatastrophe. Ich werde so lange an diesem Rätsel sitzen. Oh mein Gott. Ich gegen den schon gespielt, aus irgendwelchen Gründen, ja. Ich glaube, jetzt habe ich zumindest jeden Trainer besiegt. Hey, ich bin im Tor. Ich habe es geschafft. Okay, ich glaube, ich habe es tatsächlich hinbekommen. Aber wie komme ich jetzt... Ah, und dann eins runter und darüber. Oh mein Gott, ich hab's hinbekommen. Ich hab's geschafft! Ich bin gerade richtig stolz auf mich. Ich hab's nicht mal nachgeguckt, ne? Einfach nur mit diesem immens großen Gehirn und mit diesem immens vielen Hirnschmalz. Natürlich hat der eine Arktos-Fusion. Warum sollte er das nicht haben? Mit Skelabra, okay. Ich weiß ja halt jetzt nicht, ob der Elektro ist oder nicht. Ich bin halt jetzt auch angeditscht noch. Offensichtlich. Ah. Chandekuno ist das an der Stelle also. Der hat Dark Pulse gedrückt. Dann will ich mal wechseln. Das ist bisher so ein weirder Part gefühlt, weil irgendwie alles so puff, 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 peng, 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 pow mäßig passiert. Habe ich das Gefühl. Das war nicht sehr effektiv. Beruhigen Sie sich. Ich gehe mal auf eine Runde King's Shield. Einfach zu gucken. Okay, der kann seinen Move leider wechseln. Dann würde ich dem jetzt einfach einen Iron Head reindrücken. Okay, gut, dass er nochmal seinen Move wechselt. Ich weiß nicht warum. Aber ich nehme es gerne in Kauf. Und damit war es das mit Genrock. Wer ist der Nächste? Also wir wissen ja, da kommt noch ein Chedekuno, ja. Spricht auf jeden Fall dafür, dass der eine Feuerattacke hat. Und eine Feuerattacke wäre sehr ungünstig. Das ist durchaus ungünstig. Ich werde den jetzt mal opfern, um dann das nächste Mon reinzuschicken. Jetzt haben wir schon mal ein bisschen AP verbraucht. Das ist schon mal eine gute Sache. Ja, ne? Und jetzt schicken wir, I guess, einmal mal den hier rein. Finden nochmal heraus, ist dies ein Flug-Pokémon oder nicht? Ich hoffe ja, dass der Eisgeist ist. Fluggeist ist. Ist es nicht. Wir kriegen auch keine Para. Er setzt, ich weiß nicht, warum die KI teilweise so an weirden Punkten den Full Restore schon einsetzt. Der ballert aber gerade seine Fireblasts raus, du. Das finde ich aber echt gut, muss ich sagen. Das ist tatsächlich richtig, richtig gut. Er geht nochmal auf den Full Restore. Ich hatte bisher auch nur Pech und nicht einmal eine Discharge-Para, ne? Mir fällt gerade auf, wenn ich hier verliere, muss ich nochmal das Rätsel machen. Ich darf nicht verlieren. Darf nicht verlieren, Freund. Okay, den haben wir jetzt besiegt. Ich würde halt gerne setupen, ist so die Sache. Und dann versuchen, einfach irgendwie durchzubrettern. Ich kann mit dem nicht setupen. Ich kann einfach nur angreifen, okay. Der hat keine AP mehr. Ich glaube, der ist gelockt sogar. Blizzclops. Willst du mich verarschen? Hey, ich brauche doch Jahrhunderte, um den zu besiegen. Ja, da brauche ich einen Setup-Mon, glaube ich. Außer wir flinchen uns durch. Das ist natürlich Möglichkeiten. Das ist natürlich... Also so können wir es gerne auch machen, du. Da habe ich kein Problem mit. Habe ich gerade dreimal hintereinander mit dem Scheiß geflincht? Ich glaube, ja, ne? Ja, also... So kann man Blizzclops auch loswerden. Das ist deprimierend, dass das gerade nicht gereicht hat. Aber hey, dann ist der schon mal weg. Das ist ganz gut. Das Problem ist jetzt nur, ich weiß nicht, was... Ja, Chandekuno kommt wieder. Ich würde einfach noch einen Bullet Punch raushauen. Oh, der ist definitiv... wir dodgen Inferno! Okay, maybe sind wir doch mehr im Game, als ich dachte. Ich dachte, ich fliege hier wieder komplett auf die Fresse im ersten Match. Den kennen wir. Gehen wir auf Shadow Punch. Vielleicht leben wir irgendwie was. Natürlich nicht. Hätte mich aber auch gewundert. Der scheint aber eher physisch ausgelegt zu sein. Dann ist, denke ich mal, ein Bedroher nicht verkehrt. Wir haben ja noch unser mächtiges Meta-Irgendwas. Wir crunchen den jetzt. Ich weiß nicht, warum er auf Drachenklaue geht. Darf er aber gerne machen. Das ist fine for me. Und jetzt holen wir uns noch mit Meteor Mash. Seht zu und lernt, wie wir uns jetzt noch den gediegenen Attack Boost mitnehmen. Hittet schon mal. Das sollte also killen. Wunderbar.
leider nicht den gediegenen Attack Boost mitgenommen. Zwei Pokémon, Spiritina, natürlich nochmal ein legendäres Pokémon als Fusion, warum auch nicht? Ja, ich denke, wir gehen einfach auf Meteor Mash, weil es mein stärkster Move ist, ne? Das hat unfassbar viel gemacht, aber er hat ein Leben. Nein. Oh, bitte lass es eine Damage Roll sein. Das ist keine Damage Roll. Okay, das ist jetzt sehr bitterig. Das gefällt mir nicht. Das gefällt mir ganz und gar nicht. Also diesen Kampf mache ich einfach nicht neu, wenn ich jetzt beim letzten Mon bin. Das sehe ich jetzt nicht ein. Wir gehen auf Boomerang. Ach Gott, ich habe eh nicht so viel Power. Schon wieder? Ich wollte gerade sagen, Boomerang macht actually gar nicht mal so schlecht Damage. Ja, aber... Achso, ja, ich habe ihm noch keinen Damage gemacht. Das hat er nur mit Life Orb gemacht. Ja, Spiritina, gar keine Ahnung, wie ich die Entwicklung dann besiege, ne? Also wenn der hier schon so ein Riesenproblem ist, wie wird es erst bei dem nächsten Mon? Oh mein Gott, der hat mich einfach gekillt. Ich meine, wir wissen ja auch, wie das letzte Mon jetzt aussieht. Ich werde jetzt einfach einen Heiltrank ziehen. Da kenne ich nichts mehr. Nix mehr kennt der Dalnido. Ich kann einen Hypertrank benutzen. Wir sind trotzdem noch sparsam, Freunde. Wir bleiben sparsam an der Stelle. Ich habe jetzt echt keine Lust, dieses Rätsel nochmal zu machen. Muss ich ganz ehrlich... Oh mein Gott. Also dann wäre ich mir nicht mal sicher, ob ich mit dem einen Mon überhaupt an Giratina vorbeikomme. Beziehungsweise an Spiritina. Also ich gehe jetzt mal auf Shift Gear und guck mal, ob der mich jetzt nicht einfach schon rausnimmt, weil dann verliere ich sowieso. Der hat Dragon Claw drauf. Okay, der denkt also, ich bin noch ein Drache. Idiot. Dann müssen wir heilen und schauen, dass wir das Ganze ein bisschen beschleunigen. Also ich weiß jetzt nicht, warum er das macht. Und er geht auf Delegator. Aber das ist ja in Ordnung. Wir haben Gear Grind. Damit werden wir, denke ich, jetzt den ersten Delegator wegmachen. Genau. Und hauen nochmal richtig schön Damage rein. Da kommt ein Phantom Force. Das heißt, wir gehen jetzt nochmal auf eine gediegene Runde. Oh, wir hätten sogar diggen können, nicht Dödel. Oh, es war gar nicht so schlau, muss ich sagen. Okay, macht aber Gott sei Dank nicht zu viel Damage. Ja, ohne Heiltrank hätten wir es nicht geschafft. Und das wäre jetzt, glaube ich, sehr unnötig gewesen, diesen Kampf zu wiederholen. Und hey, damit haben wir unseren nächsten Orden. Nice. War ein cooles Match. Geist passt auch ein bisschen zu ihm, weil er ist alt. Ach, ich bin so nett heute wieder. Es ist der Wahnsinn. Es ist der Wahnsinn. Gut, und dann machen wir uns, ja, I guess, auf dem Weg Route 42 Richtung Teak City. Das ist im Normalfall, natürlich, ho. Das ist im Normalfall eigentlich kein weiter Weg, um ehrlich zu sein. Ich habe das Gefühl, wir haben auch in diesem ganzen Part nur, Markdrach, du Scheiße, nur mit Garchomp irgendwie gekämpft. Eventuell, weil ich den die ganze Zeit vorne hatte. Vielleicht sollten wir das nochmal etwas abändern. Aber ansonsten, ja, gehen wir einfach nach da drüben, ne? Was sollen wir denn auch? Lubbel, der ist hier schon wieder ein absoluter Knuffi-Boy. Ich lieb's, dass hier lauter Legis einmal mit irgendwelchen kleinen Rackern fusioniert sind, die dann einfach unfassbar knuffig aussehen am Ende des Tages. Oh, hier gibt's gar keinen Höhlenausgang. Aber die Höhle will ich mir schon noch angucken. Oh, die ist dumm. Hört doch auf mit... Dunkelheit ist so ein unfassbar dummes Feature. Also wirklich, mir fällt kaum ein beschisseneres Feature ein, als irgendwo Dunkelheit zu setzen. Ich hasse es wirklich. Und jetzt brauche ich ja noch Stärke. Okay, wir finden noch einen Protector. Ja, aber das Item ist doch komplett irrelevant. So, zur Not level ich halt meinen Mon irgendwie ein bisschen höher und dann geht es schon. Habe ich einen Mon, das Kaskade kann? Wahrscheinlich nicht, ne? Ah, mein Squad sah nicht danach aus. Ja, aber im Normalfall kriegst du... Da ist schon wieder der Höhlenausgang? Echt? Im Normalfall kriegt man da oben noch Rabouts. Wisst ihr was, wenn ihr mir sagt, dass ich da oben noch irgendwas ganz, ganz Wildes verpasst habe, dann hole ich das nach. Nee, wisst ihr was, wir gucken es nach. Da außerhalb hat es übrigens gerade richtig gestürmt und alles. Ich vermute sogar... Ist da jetzt echt nur dieses scheiß Georock? Echt? Warum? Der ist ja nicht mal shiny oder so. Nee, das ergibt ja gar keinen Sinn. Warum ist da nur ein normales Georock? Wenn dann ein wildes Rabauz wäre, fände ich das sogar besser. Aber okay. Und Teak City sieht so unfassbar geil aus. Es ist der Wahnsinn. Ja, also ich verstehe jetzt noch nicht ganz, was dieser Höhenabschnitt da sollte, aber es ist ein Höhenabschnitt. Er ist da. Was soll man groß gegen sagen?
Auf jeden Fall war da so ein Sturm und ich vermute sogar deshalb, dass man also diese Raikou-Suicune-Fusion sogar jagen muss. Also so wie man halt auch einfach Raikou gejagt hat damals. Und ich vermute. Da chillt einfach Lauro. Ja, die Kimono-Girls sind toll, ja, freut mich. Ach, gegen die kann ich sogar. Kann ich wirklich gegen die kämpfen? Gucken wir mal. Tatsache. Oh, das habe ich aus irgendwelchen Gründen nicht erwartet. Ich habe auch kein Smeranium erwartet. Ich dachte, da kommen jetzt so die verschiedenen Evoli-Fusionen zusammen fusioniert. Haben die jetzt alle so Smurgles? Giranite? Nee, die haben einfach nur ganz, ganz weirde Fusionen. Ist das jetzt wirklich Giratina plus. Nee, Girafarig plus. Girafarig plus Dragonite ist das. Ach du grüne Neune. Boah, nee, der ist es aber auch nicht für mich, ne? Also, ne, ich möchte auch kurz anmerken, nur weil ich sag, ne. Eine Fusion ist jetzt nicht so mein Geschmack und so. Ihr dürft es gerne mögen, das zum einen und zum anderen. Nur ne, das ist ja so eine Fusion, die absichtlich, glaube ich, nicht ganz so krass und sowas aussehen soll. Dann sagt man natürlich eher so, ist eher nicht so, ne? Aber trotzdem hier Appreciation immer für die Mühe. Ich realisiere es jetzt, dass das Mega-Aggron einfach ist. Das mich mit Metal Burst aus dem Leben reißt. Danke dir, Brudi, für gar nichts. Vor allem, warum hat der Metal Burst gerade als erstes wieder eingesetzt? So, jetzt habe ich alle besiegt. Ich wollte gerade sagen, kriege ich von Lauro irgendwas? Und ja, ich bin der Kanto-Typ, ne? Ich bin geil. Ah, und anscheinend beim Glockenturm ist eine komische Energiesignatur, welche ähnlich ist von den Unova-Pokémon. Und deshalb kriegen wir jetzt den Light und den. Oh. Wir kriegen also Zekrom und Reshiram von denen geschenkt. Ich vermute, wenn wir dann da waren, kriegen wir auch irgendwie den Schlüssel für diesen Eisstein, der da drüben war. Und können dann damit wiederum. Da gibt es ja gar keinen Weg nach links. Aber ich finde, Teak City sieht so gut aus. Ah, und der Arena-Leiter ist hier beim Burn Tower. Das heißt, da gehen wir jetzt noch nicht rein. Das machen wir erst beim nächsten Mal. Aber das ist ja mega geil. Ach, hier ist die Squirtle Bordel. Ah, dann hätten wir wirklich davor nicht hingehen können. Ah, und hier können wir dann in den Bell Tower hinein. Ist hier dieser coole Weg nach drüben. Ey, wie geil. Aber warte mal, wenn das der Bell Tower ist, da ist auch so eine Glocke. Oh, ich liebe diese Stadt ja gerade. Wo kommt man hier hin? Oh, das ist Darkrai. Das ist ja sowas von Darkrai. 100%. Aber was muss ich dagegen machen? Kommt wahrscheinlich noch. Boah, wir müssen so viele Legis fangen, ne? Ugh. Ah, da fällt mir auf, ich habe ja gesagt, dass nach den 8 Orden oder so ist ja Schluss, aber das stimmt ja auch gar nicht. Ist nochmal ein Dust Stone. Ach so, und hier fallen wir wirklich legit runter. Das ist wild. Das ist eine coole Sache. Gefällt. Oh mein Gott! It's been 3000 years! Da ist mein Gastly. Ich kann endlich mir Gengar machen, Freunde. Du Scheiße. Ey, im letzten Part Kaumalat in diesem Gengar. Das ist wirklich das Geile, dass ich jetzt nicht so explizit nach super vielen Mons gesucht habe, weil man einfach in Part 3.586 sich noch denkt, oh mein Gott, wie geil, dass wir den gefunden haben. Oh, wo komme ich? Ah, da ist der Arenaleiter. Ist der jetzt. Habe ich den damit jetzt da spawnen lassen? Also für die Arena? Oder ich bin verwirrt. Hier habe ich das Gefühl, ich glaube, hier komme ich nicht weiter. Und ich muss da irgendwie rüber. Ja, aber wie komme ich da rüber? Weil ich falle da ja immer. Oh, ich bin jetzt schon wieder überfordert. Alloy, diese Nebulax schieben mich da irgendwie rüber. Oder auch nicht? Ich habe gerade nur gesehen, wie Nebulax mich da irgendwie rübergeschoben haben. Ich weiß jetzt nicht, nach welchem Kriterium. Oder sind da immer Sachen gespawnt? Also wenn ich hier langsam laufe, funktioniert das. Ich glaube aber eher, dass die Geister mich sogar runterschubsen wollen. So würde ich es fast interpretieren. Aber das ist schon wieder sehr, sehr cool gemacht, Reaper Clove. Ich glaube, das ist wirklich nur, um die früher zu entwickeln. Ah, der schubst mich wirklich.
Die Drecksau. Die schubsen mich ja alle richtig gemein von denen. Ich hoffe jetzt mal, ich muss hier. Oh! Oh komm, das ist ja doof. Ja, ich muss mich nach oben fallen lassen. Na gut. Aber das ist ja schon wieder mega cool gemacht, dass diese Geist. Wollt ihr mich jetzt veräppeln? Ich wollte gerade sagen, das ist mega cool gemacht, dass diese Geister einen da sogar runterschubsen und sowas. Das ist ja mega nice. Und ja, ich bin durchaus. Warum weiß niemand, oder wissen so wenige, dass ich der freaking Champ aus Kanto bin? Also offenkundig kann man das ja wissen, weil Lauro weiß es auch. Und dann wissen es die Leute doch nicht. Ich bin sehr verwirrt. Jetzt habe ich nur ein Problem. Ich habe ein bisschen Angst, dass ich im nächsten Part nicht in diesen Bell Tower gehen werde. Aber ich hoffe, ich erinnere mich daran. Wenn ich mich hier so dann davor stelle. Ja, ich stelle mich wahrscheinlich in dem Part dann da davor, dass ich das als erstes mache. Und dass wir dann im nächsten Part machen wir dann noch den Orden natürlich hier und gehen dann nochmal weiter. Weil jetzt fusionieren wir erstmal wieder schön, Freunde. Dann fangen wir mal an mit Kramchef und Gengar. Ich glaube sogar, dass das andere noch nicer wird. Deshalb gehen wir mal hier rein. Irgendwie ist der schon funny, muss ich sagen. Der Shadowburst-Pokémon. Auf jeden Fall, was wollte ich sagen? Für die, die sich fragen, wann kommt endlich Evoli? Dann, wenn ich mich da hingesetzt habe, ich glaube da beim Pflanzenorden. Doch, der ist cool. Der ist cool. Ich sehe. Da beim Pflanzenorden wurde mir geschrieben, finde ich Evolis, aber anscheinend dauert das eine Weile, bis man die findet. Und wir brauchen ja auch mehrere und bisher habe ich noch nicht die Motivation gefunden, ehrlich gesagt. Dann schauen wir uns noch Gengar und Marmutel an. Boah, das sieht ein bisschen aus wie die Mega-Entwicklung. Wobei ich das auch irgendwie. Das hat irgendwie was Knuffiges, finde ich. Und reversen den guten Jungen auch. Doch, doch, das hat auf jeden Fall was. Finde ich cool. Dann kommen noch. Ach du Scheiße, ich glaube, die werden beide geil. Luxtra und Gengar. Also die. Oh, der ist ja. Boah, der ist sehr geil, muss ich sagen. Sehr, sehr geil. Wir reversen das auch nochmal und das sieht auch wieder sehr geil aus. Boah, ich kann mich nicht mal entscheiden. Ich finde beides halt unfassbar cool. Ich kann mich gar nicht entscheiden, um ehrlich zu sein. Ich glaube, der ist ein Ticken cooler wegen dem Grinsen. Aber beide mega geil. Dann sollen wir uns noch Damirplex plus Knogger angucken. Okay. Ich glaube, das soll auch eine Referenz sein, aber ich wüsste jetzt gerade. Also ist das eine One Piece-Referenz auf Chopper? Ich weiß es, um ehrlich zu sein, nicht. Shellterra plus Gifloor gucken wir uns nochmal wundervollerweise an. Der ist ja irgendwie süß. Ich sag, der ist schon süß. Der hat so ein süßes Lächeln. Hier bin ich tatsächlich sehr gespannt, warum Shellterra plus Schlappohr so gut sein soll. Ja, ist fein. Ist fein, sage ich. Schlappohr plus Machomai sollen wir uns auch noch angucken. Ja, ist okay. Sieht flauschig aus. Sieht aber auch so aus, als würde es wehtun. Ist eine Kombi, die mir gar nicht so sehr gefällt. Ah nein, ich wollte gar nicht. Nein. Ich wollte doch gar nicht anfusen. Ich wollte reversen. Dann gucken wir uns jetzt aber die andere Seite an. Ja, finde ich nicht schlecht, muss ich sagen. Ich finde, die Fusion hat was. Ah, Schlappohr plus Mimikma haben wir anscheinend schon irgendwo mal gesehen. Wir gucken uns einfach trotzdem nochmal die andere Seite an. Die ist ja auch, die ist irgendwie knuffig. Dann schauen wir uns mal Lamus und Relaxo an. Die können, glaube ich, auch ganz gut zusammenpassen. Da wurde wohl ihm gerade. Schaut ein bisschen so aus, als würde ihm gerade das Essen geklaut worden sein. Da schaue ich ungefähr. Habe ich ungefähr denselben Blick drauf. Da mir auch so, ey, wieso fuse ich schon wieder auseinander? Mann, ich will doch nur reversen, nicht Dumbatz. Vor allem, ich glaube, der sitzt jetzt einfach nur glücklich. Da hat er jetzt was zu essen bekommen, ne? Satzenia plus Shellterra gucken wir uns mal noch an. Ach du Scheiße. Hilfe! Roserade plus Galagladi gucken wir uns noch an. Und ich habe schon die andere Seite gesehen, dieser. Ja, das sieht eher so mehr aus. Aber das andere
Sieht wiederum sehr, 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 sehr cool aus. Glaube ich zumindest. Dieses Mal kriegen wir es auch hin zu reversen. Wird wahrscheinlich mit Mega Galagla. Sehr cool. Gefällt mir richtig gut. Roserade plus Machomai kommt gleich mal hinterher. Warum wird das denn zu so einem Gentleman-Pokémon? Hä? Ich weiß nicht, woher es kommt, aber sehr cool. Kokowai plus Elektrobeil sieht sehr interessant aus. Okay, es sind einfach, ich weiß nicht, drei Eier, I guess? Ball Coconut. Dann reversen wir den auch noch einmal fix. Wobei, ich glaube, das sind einfach nur die Kugeln da oben, ne? Ja. Broadily plus Lucario schauen wir uns mal noch an. Das schaut so aus, als hätte er ja diese rosa Dinger so als Peitschen. Croddily plus Reuniclus könnte auch nochmal was Cooles werden. Oh. Ja, doch, das ist sehr cool. Ich bin gespannt, vor allem, wie jetzt auch die andere Form aussieht. Weil die sah vom Vorschaubild her auch nicht schlecht aus, muss ich sagen. Auch die finde ich sehr, sehr cool, muss ich sagen. Zoroark plus Typhlosion. Ich habe allgemein irgendwie so wenig Zoroark-Fusionen vorgeschlagen bekommen. Ich kann mir aber vorstellen, dass genau das Problem halt hier ist. Dass die sich immer so ein bisschen sehr ähneln in die Richtung. Wir wissen ja, dass Mantax-Fusionen auch sehr gut sind. Wie sieht denn das bei Torterra mit aus? Nee, das ist jetzt nicht so meins. Elevoltik plus Despotar schauen wir uns mal noch an. Ja, ist okay, ist fein. Auch wenn diese komischen Steckdosen jetzt eher, oder nicht Steckdosen, sondern Kabels. Haben eher wie Tentakel aussahen, um ehrlich zu sein. Kingdra plus Volcarona würde ich mir gerne angucken. Yo, den finde ich aber auch sehr cool, muss ich sagen. Das Dragon Sun Pokémon. Gyarados plus Glurak würde ich mir gerne noch angucken. Aber der Schweif brennt einfach. Der Schweif ist on the fire. Und die Reverse davon. Ja, nee, das ist es nicht. Magmortar plus Typhlosion können wir uns mal noch angucken. Da? Ich habe das Gefühl, wir haben auch noch sehr wenig mit Logok gemacht. Nee, das ist ja eher nicht so. Und die Reverse-Form haben wir tatsächlich schon mal gesehen. Die ist ganz cool. Ich zeige sie euch mal nochmal. Weil die war echt nice, muss ich gestehen. Also hier ist sie nochmal. Die ist schon cool. Können wir mit Lavados zusammen was ähnlich Cooles rausholen? Finde ich, um ehrlich zu sein, auch nicht schlecht. Ich mag es, dass bei seinem Intimbereich so ein bisschen Feuer brennt, ne? Da muss man auch schützen. Oh, mit Arktos sieht es auch so aus, als hätte der ein paar nice Fusionen. Ja, doch, der ist sehr cool, Blaze Kuno, wie ich finde. Wir reversen den mal nochmal, aber der hat mich auf jeden Fall schon mal überzeugt. Ja, die andere war sehr viel cooler, finde ich. So, und zwischen Sumpex und Gyarados haben wir ja schon diese geile Fusion gesehen. Ich würde aber gerne nochmal die andere Seite mir auch angucken. Ja, aber die andere ist schon sehr viel geiler. Dann würde ich mir jetzt gerne nochmal Miss Magius plus Milotic angucken. Die sind beide eher weiblich angehaucht. Okay. Ja, ist okay. Und hier die Reverse-Form natürlich noch. Oh. Ja, doch, die ist auch geil. Die ist echt cool, ja. Damit würde ich sagen, soll es das wieder für den heutigen Part gewesen sein? Ich hoffe, ihr seid beim nächsten Mal natürlich auch wieder mit dabei. Da werden wir hier in A-Stopp, bevor ich dumm bin, in Teak City weitermachen. Und zwar werden wir uns da den Glockenturm etwas genauer angucken noch. Wenn wir uns den nächsten Orden schnappen, das ist dann Orden Nummer A-Eis, hätten wir aber noch nicht machen sollen an der Stelle. Okay, aber was hätten wir denn dazwischen machen sollen? Maybe hätten wir erst Geist holen sollen oder so? Ich weiß es nicht. Das finden wir dann wohl noch heraus. Aber offenkundig haben wir irgendwie einen Orden geskippt. Ich weiß halt jetzt nicht, welcher genau, weil eigentlich so vom Gehweg her ist halt genau jetzt Eis in der Nähe gewesen. Aber hey, wir sehen uns dann hoffentlich beim nächsten Mal wieder. Seid gespannt, wen ich alles in den Squad geholt habe. Und dann sehen wir uns. Bis dann und ciao. Bye, bye.